Und wo geht es weiter nach der Stimmung in Volksfest in Tüging? Natürlich in Topbowl in Neuötting. Bahnfrei für spannende Spiele und viel Spaß. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre im Topbowl in Neuötting. Näheres erfahren Sie auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter www.top-bowl.de. Internationale Spezialitäten aus dem R-Markt in Altötting. Täglich eine große Auswahl von über 2500 Artikeln. Frische Wurst-, Käse- und Gemüseangebote. Frisch aus der Bahnhofstraße 6 bis 8 in Altötting auf Ihren Tisch. Direkt aus dem R-Markt in Altötting. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, heute am Donnerstag, den 4. August 2022, wurde hier in Tüging am Rathaus das Tüginger Volksfest eröffnet. Los ging es mit einem Standkonzert des Musikvereins Wenhöring. Im Anschluss erfolgte der traditionelle Volksfestauszug vom Rathaus zum Festplatz, angeführt vom Spielmanns- und Fanfarenzug Neuötting. Ihnen folgten Fahnenabordnungen der Stadt Tüging am Inn, Sportvereine, die Drachtler und viele mehr. Ein toller Anblick war auch das Brauereigespann der Festwirtsfamilie Hell, gefolgt von der Familie Hell und dem Servicepersonal. Mit dabei waren auch der erste Bürgermeister der Stadt Tüging am Inn, Tobias Windhorst, der dritte Bürgermeister, Werner Noske, und der Bundestagsabgeordnete Stefan Mayer. Ihnen folgten die Stadträte der Stadt Tüging am Inn. Im Festzelt angekommen, konnte der erste Bürgermeister Tobias Windhorst mit 3 Schlägen das erste Holzfass anzapfen und auf ein friedliches Volksfest anstoßen. Nach einer langen Corona-Pause kann ja jetzt in Tüging das Volksfest endlich stattfinden und ihr habt ja traumhaftes Wetter. Super, oder? Ja, ich glaube, das war heute ein perfekter Start. Vielleicht sogar fast eine Idee zu heiß, aber man hat es ja gesehen, es sind mehrere hundert Bürger, die heute teilnehmen aus Vereinen und Verbänden, und da freuen wir uns einfach wahnsinnig, dass das heute so gut angenommen wird. Und was ist vom Programm her so geboten? Ja, wir haben ja heute sozusagen den Auszug. Morgen Abend ist dann Tag der Betriebe. Der ist, soweit ich jetzt weiß, auch schon sehr gut ausreserviert. Samstag ist natürlich der Partytag, vor allem für die Jungen, und am Montag und Dienstag sind dann noch traditionell der Tag der Senioren und der Tag der Gutnachbarschaft. Also da ist auch schon klar, dass hier die Hütte voll ist, und da freuen wir uns drauf. Und welcher Bier hat's? Ja, wir haben ja seit einigen Jahren einen Vertrag mit der Festwirtsfamilie Hell. Die liefert auch das Bier. Wir haben auch das letzte Mal schon, auch dieses Mal wieder ausgemacht, dass es nicht nur Helles gibt, sondern auch Weißbier, damit für alle Geschmäcker was dabei ist. Für die Stimmung im Stadl sorgten die Rieder Musi und konnte auch bei der extremen Hitze für ein geselliges Miteinander sorgen. Das Tüginger Volksfest ist nicht mehr das kleine Volksfest, so wie es früher war. Es ist kontinuierlich gewachsen, und es ist mit Sicherheit auch ein Volksfest, das einige Leute anzieht, nicht nur die Tüginger, oder? Ja, ich glaube, das Tüginger Volksfest ist wirklich ein Traditionsvolksfest mittlerweile, und
Ja, aus nah und fern kommen Leute hierher. Ich glaube, man merkt auch, wie groß die Sehnsucht ist, dass man sie jetzt wieder trifft, dass man sie wieder in die Augen schauen kann, dass man wirklich auch in Geselligkeit den Abend gemeinsam verbringen kann. Keiner weiß, was der Herbst und der Winter mit sich bringen. Und umso mehr habe ich den Eindruck, lechzen die Leute daran, danach sich jetzt wirklich eine schöne Zeit zu machen und die Zeit zu genießen. Und da ist das Zöglinger Volksfest natürlich eine wunderbare Gelegenheit. Und heute ist ja sehr heiß. Das heißt, der kühle Mast zur Abkühlung schaut wahrscheinlich auch nicht. Haben Sie es schon getestet und wie schmeckt es Ihnen? Also das Hellbräu-Bier schmeckt wie immer hervorragend, egal ob auf der Altöttinger Hoftour oder ob hier in Zöging. Und natürlich bei den Temperaturen ist das allerbeste ein kühle Mast Bier oder ein Radlermast oder ein Russenmast. Man muss da aufpassen, nicht zu viel, vor allem wenn man noch Auto fährt. Aber auch außerhalb des Stadels ist beim Tüginger Volksfest ein kleiner Vergnügungspark für Groß und Klein geboten. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir hoffen, Ihnen hat unser Beitrag über den Volksfestauszug hier in Tüging gefallen. Bis zum 9. August haben Sie noch die Möglichkeit, selbst hier auf dem Tüginger Volksfest vorbeizuschauen. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihre Nicola Koska. Und wo geht es weiter nach der Stimmung in Volksfest in Tüging? Natürlich in Topbol in Neuötting. Bahnfrei für spannende Spiele und viel Spaß. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre im Top Bowl in Neuötting. Näheres erfahren Sie auf unseren Social Media Kanälen oder unter www.top-bowl.de. Internationale Spezialitäten aus dem R-Markt in Altötting. Täglich eine große Auswahl von über 2500 Artikeln. Frische Wurst, Käse und Gemüseangebote. Frisch aus der Bahnhofstraße 6 bis 8 in Altötting auf Ihren Tisch. Direkt aus dem R-Markt in Altötting.